Hey meine Lieben, wir sind wieder zurück im Motorlad Wohnzimmer mit einem Review, was wir komplett vergessen haben. Es geht hier um den Kollegen. Gleich geht's los nach dem Intro. Viel Spaß. Und da ist es vorbei, das Motodad Intro, und wir sind mit unserer vergessenen Review Schrägstrich Unboxing unserem, oh mein Gott, es bleibt drin. Ja, so ist es. Meine Lieben, wir sind wieder zurück und wir packen den wundervollen Colder aus. Wir, das bin ich, der Tobi, euer Motodad und meine wundervollen und fantastischen Töchter. Hallo! Wow. Geht's euch gut? Ja. Freut ihr euch auf euren Cola? Ja. Super. Ich habe nämlich da hinten noch zwei. Die sind für mich. Und den hier, den packen wir aus für meine Mädels. Die kriegen den nämlich schon und wir freuen uns schon. Der liegt jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange er schon rumliegt. Ich habe euch ja Bilder gepostet. Ihr könnt ja selber nachgucken in den sozialen Medien. Wir haben es einfach vergessen. Ich habe unglaublich viel Arbeit momentan. Dann war die Grayskull-Con und so weiter. Ich habe sowieso noch ganz viele Sachen, die ich schon lange hätte machen sollen. Und ich hoffe, dass das nächste Wochenende auch die nächste Lesung kommt. Drückt mir die Daumen, dass alles so klappt, wie es ist. Ich habe momentan sehr viel in meinem Leben zu erledigen und zu regeln. Und von daher, jetzt geht es aber um Colder. Und wir schauen uns das Ganze an und ich bin ultra gespannt, was ihr so sagt zu der Figur und was ihr so in den Kommentaren schreibt. Fangen wir an. Los geht's mit der Shipperbox. Ich fange jetzt einfach mal bei der Seite hier an und wir sehen hier ein wunderschönes Artwork von Colder, den ich übrigens großartig finde. Hier seine Doppelaxt wirft und hier unten haben wir das Masters-Logo und das Mattel-Logo. Auf der anderen Seite haben wir ein sehr bekanntes Bild oder zumindest ein Bild von Colder, was angelehnt ist an ein sehr bekanntes Bild. Wir sehen es aber nachher nochmal auf dem Artwork, auf der Backcard hier mit den beiden Logos. Hier unten haben wir ein bisschen Verbrauchertexte. Wen es interessiert, macht kurz Pause und lest es euch durch. Und auf der Oberseite haben wir das wunderschöne Masters of the Universe Logo. Ich habe diesen Dinger schon aufgemacht. Ich habe sie bei allen dreien aufgemacht, weil ich natürlich gucken wollte, welchen Colder nehmen wir denn, um den auszupacken. Und ich muss euch sagen, die sind alle richtig gut. Keiner, der schlecht ist. Wir machen es trotzdem hier auf. Wir gucken uns das gemeinsam hier an. So, was wir hier drin sehen ist, wir haben gebogene Karten gehabt. Jeder Colder hat hier so ein, ich nenne es mal Biegeschutz mit da drin, dass ich die Karte nicht nach vorne biegen kann. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir den hier haben. Und dann ist die Karte hier so drin. Moment, ich ziehe ihn mal raus. Da ist er, eine wunderschöne Figur. Wir sehen New 422, das heißt, diese Figur ist schon länger in der Planung, es ist kein 40th Anniversary, sondern es ist eine Figur, die halt einfach länger in der Planung ist. Wunderschön. Es wurde so viel über diese Figur Schlechtes gesagt, sage ich mal. Das sieht aus wie ein Überraschungsei. Nein, sieht es nicht. Und das konnte man auch in den Vorschaubildern sehen. Ja? Das ist halt von irgendwelchen Leuten, die einfach wieder einen Grund suchen, irgendwas schlecht zu reden. Aber wir gucken ihn uns an und wir holen ihn auch hier raus. Ich freue mich drauf und ich glaube, die Mädels auch. So. Oder freut ihr euch nicht? Sollen wir drin lassen? Gut. Okay. Colder, da ist er. So, und da ist die Karte. Machen wir mal kurz scharf. Zack, da ist sie scharf. Also New 421, ab 6 Jahre. Mass of the Universe Colder, Heroic Warrior of Justice. Ja. Ein super, 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 super schönes Artwork. Ich finde das großartig. Modern Posing, Retro Play ist natürlich eine S-Karte. Klar, logischerweise. Wir sehen jetzt hier schon, wie die Rüstung hier schimmert. Ja, großartige Figur. Schöne Gold Parts. Boah.
Ne? Hier unten ein bisschen Mattel-Logo drin. Ja, und jetzt kommen wir zur Rückseite, zur Backcard. Und mein lieber Scholli, das ist eine Frank Frazetta, also eine Hommage an Frank Frazetta. Ich blende euch mal hier das Bild ein, über meinem Gesicht, ja, und das Originalbild. Wirklich wunderschön. Ich finde es ganz, ganz toll, dass man das hier so übernommen hat. Es ist ja keine 1:1-Kopie, wie das öfters schon mal gemacht wurde, ne, Herr Jimenez? Unberechtigterweise übrigens. Sowas kann man natürlich machen, weil es halt keine 1:1-Kopie ist, sondern eine Hommage an einen großartigen Künstler. Und auch das schauen wir uns natürlich an. So. Großartiger Hintergrund. Falls jemand schnarchen hört, das ist mein Hund. Tut mir leid. Das Masters of the Universe Logo. Hier ist Coda in seiner... Ach, das ist einfach großartig. Diese Stimmung, der Hintergrund. Es ist eine sehr, sehr bedrückende Atmosphäre. Ja, wirklich, 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 wirklich wunderschön. Bekannte Charaktere mit dabei. Also es ist toll. Es ist wirklich toll. Und ich liebe diese Backarts, diese Backcards von den Exclusives, weil sie einfach uns jedes Mal ein wirklich tolles Bild bringen. Und natürlich ist es ein Sahne, großartiges Bild. Ja, auch wenn ich durchaus Kritik an manchen geistigen Diebstählen habe oder so. Es sind trotzdem tolle Artworks. Sie brauchen überhaupt gar nicht drum herum zu reden. Coda, wir holen ihn raus, oder? Ja. Los geht's. So. Er hat hier auch wieder diesen kleinen Knipsi hier, dieses kleine Loch, da kann man schön rein. Ich freue mich. Und gucken, dass wir ihn so... Boah, der ist aber hart verklebt, das ist echt heftig. Mein lieber Scholli, das muss man schon dazu sagen. Der hat es in sich. So, wir haben hier ein Minicomic mit dabei und das gucken wir uns natürlich auch an. Renegade Rage. Ja, toll. Ich habe es selber noch nicht gesehen. Wir machen das jetzt zusammen. Renegade Rage, das ist das Minicomic, was mit dabei ist. Finde ich super. Tolles Cover. So. Sehr viele Panels. Fällt mir direkt auf. Es sind wirklich sehr viele Panels mit dabei. Richtig, richtig klasse. Ich finde es toll, wenn so ein Comic viele Panels hat, wo viel los ist, wo man viel erleben kann. Toll. Ist wirklich richtig toll. Ne? So. Ja, Coda, großartig. Großartig. Sieht super aus. Tolle Zeichnungen, tolle Panels. Wirklich richtig, richtig toll. Und am Schluss vertragen sie sich natürlich, kommen zusammen, werden Freunde, kann man so sagen. Super, super cool. Sieht ganz toll aus. Auf der Rückseite haben wir eine weiße Seite mit dem Masters of the Universe Logo, das aussieht wie ein Vintage-Logo, aber ein neues Logo ist. Bitteschön. Die Kleine hat schon so gemacht. Gib her, gib her, komm, 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 komm. So, jetzt machen wir das noch ein bisschen weiter hier auf, damit wir die Figur hier rauskriegen. Kannst du mal eine Schere holen? Ich habe vergessen. So. Wunderbar. Das heißt... Ach nee, ich habe nicht vergessen. Ich lache da unten. Da habe ich noch so eine Ablage da. Okay, also, sieht großartig aus. Ich finde es toll, die Art und Weise, die Dinger zu öffnen, finde ich super. Wir sehen auch noch weiterhin, dass es eine sehr lange geplante und alte Figur ist, weil wir hier noch die Waffen mit den Tütchen haben und noch ganz viele Bänder mit dabei. Das ist auch ein Indiz, dass diese Figur schon sehr, sehr lange geplant ist. Man kann so eine Figur halt auch nicht in 3 Tagen auf den Markt bringen. Aber da seht ihr mal, ich meine, ihr wisst ja, was war die erste Figur, die das so drin hatte? Ich weiß es gar nicht mehr. War das der Anti-He-Man? Ich habe keine Ahnung. Ihr seht ja, ihr wisst ja, wie lange es schon die Figuren gibt mit den neuen Verpackungen der Waffen und ja, da seht ihr mal, wie lange das so dauert. Ne? So, jetzt müssen wir das nur hier mal so ein bisschen aufkriegen. So, und könnt ihr ein bisschen Englisch üben noch? Ne? Super. Ihr sollt auch Englisch üben. Ja, kann man schöner Englisch üben als mit den Masters of the Universe, oder? Nein, kann man nicht. Okay, ich wollte schon sagen, nein, kann man.
Ja, es sind so richtige Fans, meine Töchter. So, wir gucken uns zuallererst die Waffen an. Wir haben hier mit dabei ein silbernes Triklops-Schwert. Hier sehen wir auch wieder mit Silber dieses Wirbelige da innen drin. Großartig, super gerade, gefällt mir. Und wir haben eine Doppelaxt von Ram-Man. Ja, das ist alles. Und das ist super, das funktioniert, das ist toll. So, hier steht der Coda drin. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir den hier rauskriegen. Der hat hier die Hörner, hat er hier hinten nochmal hinter dem Blister. Seht ihr das? Das geht sogar rein. Aber wir gucken uns den Coda gleich richtig an. Und das ist eine richtig, richtig coole Figur. Jeder, der sagt, das ist, sieht aus wie ein Ü-Ei. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ja, also ich muss ja eh immer schmunzeln, was für Aussagen da manchmal kommen. Aber gut, lassen wir das. Ja. So, da ist er. Wunderbar. Und ich muss mir den jetzt... Oh, der sieht echt toll aus. Ich finde den richtig, richtig klasse. Wahnsinn. Richtig cool. Ja, der hat wieder diesen... Wisst ihr noch, wie Ram-Man gerochen hat? So riecht er auch. Tatsächlich. Boah. Ey, ich muss sagen, das sieht richtig, richtig schön aus. Hier haben wir ein bisschen, ist ein bisschen schwer, das kriegt ihr hin, ja. Einfach ganz langsam hier auch, zack, und schon geht's. Hier unterstützen, da unterstützen und nicht so machen, dann reißt sie ab, zack, und schon funktioniert's, ja. Genau, alles klar, fantastisch. Eine wunderschöne Figur und die Rüstung ist grandios, muss ich dazu sagen, denn sie ist nicht Überraschungseigelb, ja, sondern schön. Ich zeig's hier euch. Los geht's. Ich finde ihn toll. So, da haben wir den Coda und ja, wir sehen es hier schon, die Rüstung hat einen Glanz, einen Schimmer. Ja, hier sieht man das. Und das ist wirklich faszinierend. Das sieht toll aus. Sie ist schön gesculptet, aber fangen wir mal oben an. Wir haben oben die braunen Hörner, die sind auch super gut gemacht. Wir haben schwarze Augen, der Helm ist nicht abnehmbar und einen ganz toll gesculpteten Helm. Bart, ja, der Helm ist auch toll gescaltet, muss man dazu sagen. Dann kommt die Rüstung, wir haben sehr viele Elemente. Hier, guck mal, hier seht ihr das. Ne? Guckt mal, das hat so einen leichten Glanzschimmer. Wir haben sehr, sehr viele Absetzungen, sehr viele Elemente hier in dieser Rüstung drin. Das sieht ganz, ganz, ganz toll aus, meiner Meinung nach. Und dann haben wir ganz tolle Goldparts in den Gauntlets und im Gürtel. Wir haben eine schöne Hautfarbe und hier unten haben wir nochmal diese Schienbein- Schoner, würde ich es mal sagen, weil er hat ja andere Schuhe unten dran. Das sieht tatsächlich so ein bisschen aus, wie wenn es so ganz normale Schuhe wären. Aber es sind Stiefel, die, ja, das sieht halt so aus wegen den Gelenken, die halt nochmal so einen Schutz darüber haben. Auf der Rückseite haben wir einen Halter für das Schwert und schöne braune Hose. Ganz toll gearbeitete Figur. Ich muss sagen, die gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Sieht toll aus. So, mal gucken. Ich weiß nicht, ob das hier an den Hörnern, seht ihr diese Ränder hier, da ganz oben, rechts und links, das sieht für mich so aus, als ob das so Ränder wären, die hat es ja hier so durchgeschoben gehabt, dass das von dem hier so kommt. Aber das ist tatsächlich gar nicht so tragisch, muss ich dazu sagen. So, hier hinten kann man das Schwert schön reinmachen und dann kann man ihm natürlich, er hat zwei Griffhände, das finde ich auch extrem cool. Genau, und jetzt versuchen wir mal, nee, die Szene kriegen wir nicht nachgestellt. Also, dass er so macht, das funktioniert nicht. Ne? Aber wir können eben natürlich hier schon eine, also das ist eine tolle Figur. Eine sehr, 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 sehr schöne Figur. Mein Gott. Mein Gott. Nochmal, ich kann mir schon vorstellen, ich weiß schon, warum ihr das sagt, ja, dass das aussieht wie ein Überraschungsei, ist es halt aber nicht. Also erstmal hat es nicht die Form vom Überraschungsei, zweitens mal hat es auch nicht die Farbe vom Überraschungsei und drittens mal glänzt es, hat so einen Glanz, so ein Metallic-Teilchen drin, irgendwie sowas. Ja, ihr kennt das vom Exclusive Sunman zum Beispiel, der hatte das auch drin. Also wirklich echt großartig, mir gefällt der wirklich. Für mich gibt es da nichts zu mäkeln. Und ja, jetzt kann man sagen, da muss ich natürlich sagen, da haben einige Leute sicherlich nicht ganz Unrecht. Ja, warum kommen denn nicht die anderen Hauptcharaktere? Nun,
Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir einfach noch ein paar Mal drüber sprechen, scheinbar. Es ist einfach so, dass, stellt euch vor, alle vier Figuren in der pro Wave wären Hauptfiguren. Und dann würden solche Nebenfiguren kommen. Dann würde keiner mehr die Nebenfiguren kaufen. Richtig? Richtig. Und genau darum geht es. Ich finde das toll. Ich finde es großartig, dass bei einer Wave 10, ich weiß, es gab es gerade nicht im Kopf, dass eine Sandman-Figur mit reingestreut wird, dass bei den Snake-Man eine Sandman-Figur mit dabei ist. Ich finde das großartig. Und das ist doch das, was es ausmacht. Hey, ihr müsst diese Figuren nicht kaufen. Kein Mensch zwingt euch dazu. Und von daher ist es eine sehr, sehr gute Idee. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich sehr froh bin, dass wir solche Figuren wie Coda einfach bekommen. Ich finde es toll. Ja? Und wem es nicht gefällt, mei, dann kauf's halt nicht. Ja? Es ist überhaupt kein Problem. Tolle Figur, großartigst, muss ich dazu sagen. Großartigst. Ich bin mehr als begeistert. Schreibt mir bitte eure Meinung über Colder in die Kommentare. Kannst du mal das ein bisschen hochklappen? Ich glaube, da sieht er ein bisschen, ja, hoch, noch, genau. So, ja, guck mal, so kriegen wir ihn noch ein bisschen besser. Schreibt mir mal bitte eure Meinung über Colder in die Kommentare. Habt ihr einen bekommen? Wenn ja, wie findet ihr ihn? Falls ihr keinen bekommen habt, wie findet ihr ihn trotzdem? Hättet ihr gerne einen und wie findet ihr, dass Mattel in der Origins Line Figuren bringt, die halt einfach nicht der Standard Line, sage ich jetzt mal, der Masters of the Universe entsprechen? Das ist ja auch keine 1:1 Wiederauflage oder Neuauflage der Masters aus den 80er Jahren. Das war nie der Plan. Also von daher passt das doch alles. Ich bin begeistert. Das ist der Coda für meine Kinder und ich muss dazu sagen, sehr, sehr, sehr schöne Figur. Sehr schöne Figur. Und ich glaube, für die Überraschungseier-Fans da draußen hätte man hier vielleicht ein bisschen Shading reingebracht in die Rüstung, dass man das Ganze abgesetzt sieht, wäre das auch nicht da. Ne? Also von daher, wenn euch nicht gefällt, nicht kaufen. Und für denen diese Figur gefällt, einfach toll. Ja, auch toll, dass wir das Review noch geschafft haben, auch wenn es verspätet ist. Aber so ist es manchmal, man vergisst manchmal einfach Dinge jetzt sind wir halt ein bisschen spät dran, aber wir haben es gemacht. Mädels, gefällt euch der Cola? Ja. Seid ihr froh? Ja. Wunderbar. Ich würde sagen, dann überreiche ich euch den feierlich und das ist eure. Ja. Ja? Dankeschön. Bitteschön. Meine Lieben, das war's. So macht man Kinder glücklich. Papa ist auch glücklich. In diesem Sinne, ich danke euch, dass ihr zugeguckt habt, dass ihr euch auch hier wieder die Zeit genommen habt. Ich freue mich auf den Austausch in den Kommentaren. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, bitte. Abonniert mich, falls ihr mich zum ersten Mal gesehen habt. Ich würde mich sehr freuen und macht dann auch noch bitte die Glocke an. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, wenn ihr mich schon abonniert habt und die Glocke noch nicht anhabt, dann macht sie doch jetzt an, denn es kommen viele wundervolle Videos demnächst. Es kommen ein paar sehr tolle Lives, wo ich mich sehr darauf freue. Lasst uns gemeinsam freudig über das Thema Masters of the Universe austauschen. Schön, dass ihr hier seid und wir hören uns und sehen uns. Oder ihr seht mich, ich euch nicht. Danke und gute Reise. Tschüss.